4, 3, 2, 1. Willkommen zur siebten Folge Orcs Must Die. Wir spielen eine wunderschöne Karte namens Zwillingshallen. Ich muss mir eben die Tüte wegräumen. Und haben eine neue Falle bekommen, die Sprungfederfalle. Und die benutzen wir jetzt vielleicht mal oder auch nicht. Ich überlege mir das noch. Hier unten ist ja schon beschrieben, wie diese wunderschöne Falle funktioniert. Und vielleicht erleben wir die ja jetzt mal in Aktion. Die Zwillingshallen. Eine der ältesten Spaltfestungen. Den Paladinen zufolge spukt es hier. Mag schon sein. Auf jeden Fall könnte mal jemand abstauben. Bin ich felsenfest der gleichen Meinung, dass der hier mal sauber machen könnte. Ja, gut. Wir haben 5000 Geld am Anfang. Ja, Orcs Must Die. 5000 Geld. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Zauberbuch. Ich kann den Zauberbuch gucken. Gut, dann werde ich gleich eben mal das Spiel neu starten und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. An gleicher Stelle. Jetzt kann man das Zauberbuch öffnen. Wir haben ganz viele neue Fallen und kriegen einen Ausdruck. Also kriegen einen neuen Gegner, nämlich den Ogre. Und der ist stark und hat viel AP und oh man. Okay, wir haben 6 verfügbare Slots mit 5000 Geld. Ich nehme die Barrikaden mit. Die Alchemistenranz nehme ich mit. Dann nehme ich noch die Pfeilwände mit. Die Bogenschützen mit. Den Bodenflammer, der kann man auch immer gut mitnehmen. Was nehmen wir noch mit? Mana-Brunnen? Sprungfederfallen? Sprungfederfallen. Gut. Karte habe ich mir jetzt gerade mal schon angeguckt. Ihr habt ja vielleicht auch so ein bisschen gesehen. Ich habe eine ganz gute Theorie, was ich machen könnte. Nämlich, wir werden hier einfach mal ein paar Barrikaden setzen. Und dann können die nämlich hier nicht mehr durch. Dann gehen die hier rüber, weil die da auch nicht runter können. Müssen die auf dieser Seite und werden hier voll niedergemäht. Ich finde das voll die gute Idee. Also, wirklich eine gute Idee. So, ich habe noch 800 Geld. Dann werden wir das mal hier so machen, dass die alle hierher laufen müssen. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich die ersten Raids überlebe. So, mit dieser Strategie. Fände ich ja irgendwie ziemlich gut. Oh, erster Schuss, erster Headshot. Das wird eine gute Runde. Das sieht man schon kommen an solchen Sachen. Das ist doch immer gut. Ja, Orcs Must Die spiele ich jetzt auch mal wieder, wo es in letzter Zeit ja relativ Craft-Build-Attack-lastig war. Eigentlich. Aber das Projekt wurde wohl ganz gut aufgenommen von euch. Fand ich extrem gut. Hab viele neue Abonnenten bekommen. Sag schon mal danke dafür. Und ja, ich will jetzt einfach Orcs Must Die halt auch, wollte ich halt sowieso weitermachen. Aber an sich war das halt in letzter Zeit mehr Craft Attack, habt ihr auch schon viele, viele Spielstunden. Und ja, ich denke mal, den Orcs Must Die kann man wohl nebenbei auch laufen lassen. Es wird ja noch vielleicht mit Hunger Games und so weiter, könnte ich ja auch weitermachen. Also so nebenbei. Ist halt alles mal immer mal wieder. Immer je nachdem, was ich momentan auf Platte habe, was ich aufgenommen habe, kommt das halt. In letzter Zeit halt mehr Build Attack, weil momentan halt drin war. Wir haben jetzt eine Woche da gespielt und ich bin da so unglaublich gut. Und hab jetzt schon Neta-Stuff und alles sonst sowas. Hab nur immer noch keine Glücksspitzhacke und das geht mir ziemlich auf den Sack. Naja, gut. Aber jetzt weiter Orks schlachten. Tag, heute ist Samstag. Bin aufgestanden, hatte erst Training und jetzt war total schlecht. Und jetzt kann man Orks schlachten. Das ist doch ein traumhafter Tag, oder? Alter, überlegt euch das mal. Das ist total gut. Das solltet ihr unbedingt auch mal testen. Das macht richtig Laune, Orks schlachten, wenn man sich abreagieren muss. Kann man extrem gut machen. Kommen die jetzt von beiden Seiten? Oder wie habe ich das zu erwarten? Ne, die kommen immer noch nur von hier. Ich hoffe mal, das wird wohl was. Ja, andere Seite kommen sie nicht. Das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, komm her, Bitches. Come on. I want to kill you now. Ah, keine Killing Spree. Mann.
wieder ein paar viele Kopfschüsse, aber nicht am Stück. So kriegt man noch keine gute Trefferquote. Oh yeah. Hier fliegen die Fetzen. 13, ja, damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. So. Dann werde ich nochmal Barrikaden setzen, damit die hier auch brav alle in einer Reihe laufen. Nee, der ist da doof. Wenn die alle hierher laufen, dann kann ich nämlich hier Bogenschützen setzen. Nein. Und weiter geht's, würde ich sagen. Ah, jetzt kommen sie... Oh, scheiße, die Sonne blendet durch mein Dachfenster. Ah, jetzt kommen die von der anderen Seite. Das ist doch schon... Dann kommen sie von beiden Seiten. Das könnte jetzt mal interessant werden. Seit wann arbeiten Orks und Ogre denn zusammen? Ogre? Na gut. Oh, fuck. Los geht's, Großer. Ogre? Oh Mann, das ist nicht gut. Ogre. Überlegt euch das mal. Ogre. Komm jetzt. Oh Mann, der ist riesig. Der ist total schwer zu killen. Wo ist er denn? Ach da. Ja, dann Feuer frei. Ein paar Headshots verteilen. So, bisschen Feuer, bisschen Bogenschütze und zack ist er down. So, war jetzt nicht die Schwierigkeit, aber der kam schon deutlich weiter als die anderen, wie ihr gesehen habt. So. Lebt er noch? So, jetzt lebt er nicht mehr. Gut, ich würde sagen, dann legen wir uns hier noch einen Bodenflammer zu. Ne, da werden die weggehauen. Ja, so. So, so, so kann man wohl machen. Mal gucken. Ah, jetzt kommt er von hier. Auf Feuer frei. Schön Headshots verteilen, dann verliert er nicht mehr HP. Das ist ganz praktisch. Und den Pfeilen ausweichen, wenn man die gerade so sieht. So, tot. Jetzt kann man die Armbrustschützen töten. Die sind auch down. Jetzt sammelt man das Geld ein. Oh, das läuft ja heute in Bombe. Aber das wird auf jeden Fall noch schwieriger, das weiß ich. Ist ja nicht so, dass als ich das Spiel durchgespielt habe, dass ich das ohne einmal verlieren geschafft hätte. So, weg mit dir, Biatch. So, so, so. Jetzt setzen wir uns hier mal noch einen hin. Wie Baldrian, aber für Orks. Hm, warte. Nein, das muss anders. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein, tue ich nicht. Ja, genau. Sterbt einfach am besten. So, dann bräuchte ich das Level nicht spielen. Weil ihr wisst doch sowieso, dass ihr nicht durchkommt. Das ist doch total plausibel. Seid viel zu schlecht dafür, hier durchzukommen, Leute. Warum versucht ihr es denn überhaupt? Ich verstehe das nicht. Das ist doch eine... Das braucht ihr doch wirklich nicht zu versuchen. Ihr merkt doch selber, dass das nicht funktioniert. Meine Strategie ist Bomben. Oh, fuck, der ist fast. Die sind da fast. Oh, fuck. Was kommt denn da? Ist doch nicht, dass da ein Ogre kommt. Nee, da kommt ein Ogre. Komm nur, Orks. Ja, komm, dann lassen wir den mal einmal durchziehen. Verschwindet einfach alle. Ganz simpel. Das kann ich hier schön durchziehen. Die sollen da nicht herlaufen. Nicht gegen. Klassisch. Die sollen da brav in dieser Reihe herlaufen. Das habe ich nicht ohne Grund so gebaut. Was für ein Spaß. Da muss ich gleich noch auf jeden Fall nachbessern mit den Barrikaden. Leben die? Ach, die leben nur noch. Okay. Spitze! So. Da die ja jetzt hier doch hergehen, was mir ziemlich auf den Sack geht. Ehrlich gesagt. Was die nämlich nicht sollen. Ich bin so boah, klug. Denn so viel Geld und her. Gut aussehend. Eigenlob stinkt, du Wichser. So arrogant bin ich auch nicht. Eigentlich. Nur für dich. Da kann ich dann... Oh, wenn ich den noch verkaufe, kann ich 4 Bogenschützen hier hinsetzen. Das machen wir. Kann man ein bisschen was draufhauen. So. Ich denke mal, damit sollte das klappen, oder? Hoffen wir mal. Weil ich 7 von 9, dann bin ich ja schon wieder fast durch. Immer schön auf den Kopf zielen, dann geht das. Relativ schnell. Oh, was für eine Sauerei. Come on, Bitches. Seid ihr schon wieder alle fast tot. Was soll das denn? Nochmal eine neue Nachtreffer-Serie. Oh.
ist ja uncool, wenn die hier jetzt sind mit Armbrüsten. Mag ich ja gar nicht, ehrlich gesagt, gerade. Spitze! So, Nächsten getötet. So muss das laufen. Ich habe gar keine Pfeilwände. Ja, kommt hier hin, einer auf jeden Fall. Und das hier. Wird klasse. So. Komm, Leute, ich will jetzt endlich fertig haben. Kommt doch hier eh nicht durch. Versucht's doch gar nicht erst. Müsst ihr schon mit einigem mehr kommen, ja? Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte erst auf die schießen, wenn die durch dieses Tor durch sind. Aber scheinbar geht das auch so. Finde ich gut. Gut zu wissen. Kann man hier schon früh drauf haben. Ah, weiß ich nicht. Ich treffe keine Headshots mehr. Was soll das denn? Kann ja wohl nicht sein. Langsam zurückziehen. Boah, dieser Lichteffekt an der Wand, wenn ich schieße, dass das da so blaues Licht ist, total gut. Haut mal alle drauf, genau. Bravo, Bogenschütze. Schieß da mal drauf. Weg. Alles weg. Schwindet. Wow. Ich glaube, das war's dann erstmal. Eine Runde. Gute Sache. Dafür habe ich die mitgenommen. Damit ich einmal schön durchhauen kann und fertig ist die Geschichte. Wer will mehr fallen? So. Dich möchte ich wohl verkaufen. Dann kann ich hier eine Feuerwende hinsetzen. Und hier kann ich noch einen Bodenflammer hinsetzen. Oh, das ist herrlich. Ja, kommt her, Orks. Ich warte. Oh, es kommt als erstes ein Ogre. Auf beiden Seiten scheinbar. Wenn nach alles ist, dann ist das aber nicht viel. Ah, ne, da kommen schon die Orks. Ja gut, dann schießen wir mal ein paar Ogre tot. Kann man ja wohl. Das Doofe an den Ogern ist, diese Sprungfederfallen, die machen nichts bei denen an Schaden. Das juckt die herzlich. Ich glaube, die doch ein bisschen Schaden machen die, aber die fliegen nicht weg. Wäre auch extrem cool aus, wenn so ein fetter Ogre einfach mal so weggeschleudert wird. Mal eben betäubende Runde. Oh, da ist er. Aha, die geben gut Schaden, die Kugel. Oh ja. Gut. Ein bisschen Schaden mache ich ja doch noch. Das ist ganz so praktisch. So, wo leben denn noch welche? Und da sind noch ein paar. War's dann schon wieder, oder wie? Ach, nur noch der. Ja, den lasse ich von meinem Bogen schützen. Und da bin ich schon fertig. Mal wieder ohne Probleme gelöst, das Spiel hier. Und ich krieg schon... Doch, diesmal kriege ich wieder 5 Köpfe. Warum ich letzte Runde nicht 5 Köpfe bekommen, das verstehe ich bis jetzt immer noch nicht. Sind wahrscheinlich zu weit gekommen. Ja, gucken wir mal bei den Verbesserungen. Wir können 12 Stück. Ich warte immer noch... Obwohl, Barrikaden? Oder... Wenn ihr dieses Video guckt, bitte mal kommentieren, ob ich die Barrikaden verstärken soll oder den Bodenbrennern. Ja? Gut. Dankeschön. Dann sage ich danke fürs Zugucken bei Orks Must Die und bis zur nächsten Folge. Tschüss.